person you have called is unavailable right now. Please try again later. Ich fühle mich gefangen wie Odysseus in der Odyssee. Als würde ich am Horizont kein Land, keine Hoffnung sehen. Trotz Hektik spüre ich nicht, dass ich mich vom Ort bewege. Als würde ich klopfen vor verschlossenen Pforten stehen. Nachts schlaf ich schlecht, weil mich dann die Sorgen quälen. Dass alles aus seiner gewohnten Ordnung gerät. Nur wenn ich mein Werk in die bloßen Worte leg, es ist, als stünde plötzlich der Berg vor dem Prophet. Ich ordne stets meine Gefühle, damit ich nicht auffalle. Wenn sie fragen, muss ich sie belügen. Ist mir egal, dass ich mich damit selber betrüge. Wenn sie sich raus muss ich ihre Gedanken nicht trüben. Mir war immer wichtiger, was andere denken und fühlen. Ich versuchte stets, mein Handeln zu lenken, zu üben. Bitte sagt mir, wieso endet es wieder so übel wie bei gebrochenen Schienen mit dem Entgleisen der Züge. Ich versuche zu sehen, zu hören, zu reden, zu geben, zu nehmen, anstatt mir das Leben zu nehmen, anstatt zu fragen, wofür du deine Kraft verschwendest. Kämpfe, denn über all dem steht die Erkenntnis. Ich versuche zu sehen, zu hören, zu reden, zu geben, zu leben, anstatt mir das Leben zu nehmen, anstatt zu fragen, wofür du deine Kraft verschwendest. Kämpfe den Kampf, über ihm steht Erkenntnis. Lass Gedanken ruhen, um ihre Ordnung zu finden. Ich blickte in den Himmel, nahm das Wachs, formte die Schwingen. Ich wollte den Berg mit den bloßen Worten erklimmen und nicht wie ein Clown verkleidet aus einer Torte springen. Aber anscheinend läuft es immer anders als geplant, denn das Leben ist ein Film, aber keine Kamerafahrt. Du bist der Darsteller und weißt nicht, was passiert. Musst es nehmen, wie es kommt, um damit zu interagieren. Während die meisten im geistigen Winter erfrieren, sehe ich, wie wir mit meinen Eltern als Kinder spazieren, wie ich mich für alles und jeden blind faszinier. Heute bin ich krank von der Welt, infiziert mit ihren Viren. Ich wünschte, es wäre wie damals, doch ich kann nicht durch die Zeit reisen. Jede Entscheidung ist heute so weitreichend. Jeder Fehlschritt in deinem Leben einschneiden. Doch ich steh wieder auf und lauf weiter auf mein Bein. Ich versuche zu sehen, zu hören, zu reden, zu geben, zu leben, anstatt mir das Leben zu nehmen, anstatt zu fragen, wofür du deine Kraft verschwendest. Kämpfe, denn über all dem steht die Erkenntnis. Ich versuche zu sehen, zu hören, zu reden, zu geben, zu leben, anstatt mir das Leben zu nehmen, anstatt zu fragen, wofür du deine Kraft verschwendest. Kämpfe den Kampf, über ihm steht Erkenntnis.